Moin zusammen und willkommen zurück zu C. So, kleiner Nachtrag noch, weil die Frage aufgekommen ist. Ich kann natürlich hier auch die if-Anweisungen schachteln. Das heißt, ich kann innerhalb meines if-Blocks hier mit diesen Klammern, wo jetzt mein Print steht, kann ich eine weitere if-Bedingung hinschreiben und schreiben if b gleich 0, dann mache ich irgendwas anderes und so weiter und so fort und kann dann hiermit weitermachen. Also im Prinzip genauso schachteln wie hier oben, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Aber es wird nach einer Zeit sehr, sehr unübersichtlich. Deswegen empfehle ich das nicht. Okay, das war ein kleiner Nachtrag. Und heute soll es um Switch Case gehen. Switch Case ist ähnlich wie if, macht auch im Prinzip dasselbe. Aber es ist ein kleines bisschen einfacher zu handhaben. Und zwar löschen wir jetzt hier einfach mal dieses if alles weg. So, und jetzt sagen wir hier oben, ich habe ein schönes Beispiel gefunden, das wollte ich irgendwie unbedingt auch benutzen. Note. So. Note in amerikanischen Buchstaben, denn Switch Case ist auch super für Buchstaben, genauso wie eigentlich für Zahlen, also es ist egal. Und was wir jetzt hier machen, wir sagen, wir haben ein B bekommen. Ein B ist ungefähr wie in Deutschland eine 2. Und jetzt sagen wir Switch. Switch ist auch wieder ein Schlüsselwort, deswegen wird es hier bei mir markiert. Klammer auf und dann hier reinschreiben wir dann, was wir jetzt als über was für eine Variable wir switchen wollen sozusagen. Das heißt, wir sagen Switch Note. Und machen wir diese geschweiften Klammern, wie wir sie immer tun. Und jetzt sagen wir hier Case. So, Case, also erster Fall, wir haben ein A bekommen. Okay? Zweiter Fall, wir haben ein B bekommen. Dritter Fall, wir haben ein C bekommen. Achtung, ich mache hinten dran immer Doppelpunkte, aber da kommt noch was, keine Sorge. Vierter Fall, Case. Wir haben ein D bekommen, dann sind wir gerade noch so durch. Und der letzte Fall, Case, wir haben ein F bekommen. Und dann haben wir noch einen sogenannten Default-Fall. Da können wir dann ausgeben, ups, Print F, ich habe doch gerade F gedrückt, bin doch nicht blöd. Das ist keine Note. Das heißt, der Default-Fall ist quasi euer Else-Fall in if gewesen und die Cases sind Vergleiche, also Note gleich gleich A, Note gleich gleich B, Note gleich gleich C, Note gleich gleich D, Note gleich gleich F. So. Und jetzt haben wir hier drin immer die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Okay. Wir können jetzt hier zum Beispiel ein Printf reinschreiben. Ja, das war mir klar, dass das passiert. Super. Also A ist die beste Note, zumindest soweit ich das weiß. Und jetzt ist wichtig, dass wir hier hinten dran einen Break schreiben. Okay. So, was jetzt passiert, ist folgendes. Wenn wir ein A bekommen, ich mache den Fall gerade mal. Es ist schon so einsatzfähig, das heißt, wir können es hier auch schon kompilieren und ausführen. Wenn wir ein A bekommen, ups, ich habe Backslash N wieder vergessen, dann kriegen wir hier die Auskunft super. Und Break macht, dass wir hier rausspringen. Das heißt, wir beenden dieses Switch und springen ans Ende von diesem Switch-Statement, sprich ans Ende von dieser geschweiften Klammer, also hier runter zu diesem Return 0. Wenn wir hier jetzt noch irgendwas reinschreiben würden, wie immer wird das auch ausgeführt. Einfach nur ans Ende von dieser geschweiften Klammer springen wir. Okay, also mit diesem Break springen wir runter. Wenn wir das Break nicht schreiben würden, so wie bei dem B, dann passiert Folgendes. Wenn ich jetzt hier ein B reinschreibe und ups, das Ganze kompiliere und ausführe, dann steht hier, das ist keine Note. Das ist ja komisch, weil bei Case B haben wir ja überhaupt nichts geschrieben. Das Ding ist, dass wir jetzt hier durchfallen. Also wir fallen nicht von der Note her gesehen durch, sondern wir fallen durch die Switch-Case-Anweisung durch. Wir haben hier, führen wir erstmal alles aus, was hier steht, nämlich nichts. Dann führen wir das aus, was hier steht, auch nichts. Das, was hier steht, das, was hier steht. Und dann bei Default führen wir auch das aus, was hier steht. Das wäre Print, das ist keine Note. Und dann fallen wir immer noch durch und landen hier unten. Also sind wir doch am Ende. Okay. Das heißt, wenn ihr keinen Break schreibt, dann führt ihr so lange alles aus, bis ein Break kommt. Machen wir kurz mal noch ein Beispiel dafür. Ich glaube, ich habe das Print sogar noch in meinem Zwischenspeicher. Ja, wunderbar. Gut gemacht. Okay. So.
Und was wir jetzt hier bekommen, ist folgendes. Wir kriegen ein gut gemacht und wir bekommen, das ist keine Note. Vielleicht mache ich hier tatsächlich mal Backslash Ns rein, damit wir auch einigermaßen lesen können. So, also wir bekommen beide Ausgaben hier, also gut gemacht und das ist keine Note. Und das wollen wir natürlich nicht, also sagen wir hier wieder mal Break. Damit wir hier direkt wieder ans Ende der Schleife springen und alles, was unten drunter ist, ignorieren. Das kann aber durchaus Sinn machen, denn zum Beispiel ist eine 3, also ein C in dem englischen oder amerikanischen Standard, ist immer noch gut gemacht. Und wenn wir das jetzt hier ausführen mit einem B, bekommen wir auch die Ausgabe gut gemacht, obwohl bei B überhaupt nichts steht. Wir haben hier oben ein B, das heißt, wir landen tatsächlich in diesem Fall hier. Und hier steht nichts, wir fallen direkt durch zu C und C gibt aus gut gemacht und beendet das Ganze. Das heißt, wir springen hier runter. Das heißt, wir bekommen auch bei B und bei C beides mal dieselbe Ausgabe, was ja völlig in Ordnung ist. Denn ein B ist in Ordnung oder gut gemacht und ein C ist auch ein gut gemacht. Ja, und bei D könnte man jetzt zum Beispiel noch irgendwas anderes schreiben, bei F auch. Okay, so funktioniert Switch Case. Ja. Jetzt ist natürlich wieder mal die Frage, warum sollte ich Switch Case benutzen, wenn ich doch if habe? Ich kann if, warum sollte ich Switch Case lernen? Teilweise ist einfach ein Switch Case übersichtlicher, teilweise ist das Ganze auch einfach einfacher, weil wir hier zum Beispiel eine Anweisung weniger brauchen. Kann ich natürlich mit einem oder bei meinem if regeln. Im Prinzip sind die beiden komplett gleichwertig und ihr könnt benutzen, was auch immer ihr wollt. Aber ich zeige sie euch trotzdem, denn das hier soll ja ein vollständiges Tutorial werden und es gibt Leute, die mögen Switch Case einfach deutlich mehr als if, weil wie gesagt übersichtlicher. Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!